Wir haben uns gestern erfreulicherweise noch auf eine ganze Menge Maßnahmen verständigen können, um die Handlungsoptionen der Länder zum Beherrschen dieser wirklich sehr, sehr schwierigen, fragilen Situation der Infektionsdynamik gut in den Griff kriegen zu können. Und ich bin sehr dankbar. Ich komme eben aus der Anhörung zu dem Gesetzentwurf und diversen Änderungsanträgen, die in Vorbereitung sind, dass diese Anhörung uns das auch noch mal bestätigt hat, dass wir hier wirklich also sehr effiziente Maßnahmen einleiten. Ich bin dankbar, dass es gestern gelungen ist, dass wir uns noch mal darauf verständigt haben, den Maßnahmenkatalog zu erweitern, um Kontaktbeschränkungen im persönlichen und im öffentlichen Raum anordnen zu können durch Länderverordnung. Das ist ganz wichtig. Neben Impfen und Boostern ist natürlich auch die Kontaktreduzierung mit ein wesentliches Element. Es ist auch gut, dass wir uns darauf verständigt haben, dass es eine Länderöffnungsklausel wieder gibt, zwar mit Einschränkungen, also Ausgangssperren werden wir nicht tolerieren, nicht weiter zulassen. Wir werden auch die Schließung von Einzelhandel, Geschäften oder Schulen flächendeckend so in der Form nicht, also ausschließen in der Länderöffnungsklausel. Aber ansonsten sind hier wirklich alle Maßnahmen, die den Ländern im Paragraphen 28a Absatz 1 bis 6 bislang zur Verfügung stehen, auch werden Ihnen auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Und es ist eine sehr gute Regelung. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir uns auch wirklich darauf haben verständigen können, den Schutz der vulnerablen Gruppen, also den Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenheimen, Senioreneinrichtungen, aber auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, wirklich mit einer sehr stringenten Testpflicht, sowohl für Beschäftigte als auch für Besucher und auch für geimpfte Beschäftigte, hier wirklich das Infektionsgeschehen versuchen, nicht in das Haus, in die Einrichtung zu lassen. Ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben eine dramatische Situation in Deutschland, was die Corona-Pandemie angeht. Darauf müssen wir mit entschlossenen Maßnahmen reagieren. Wir haben in den letzten Tagen über sehr viele weitergehende Maßnahmen gesprochen. Das ist notwendig angesichts der weiteren Verbreitung des Coronavirus und der Situation auf unseren Intensivstationen. Es geht darum, dass wir in besonderer Weise diejenigen schützen, die in besonderer Weise betroffen sind, also sprich Menschen, die besonders verletzlich sind, auch Kinder und Jugendliche. Es geht darum, dass wir Maßnahmen vorschlagen, die im Parlament besprochen werden, in den Parlamenten, sowohl im Bundestag wie auch in den Landtagen. Es geht darum, dass wir Maßnahmen beschließen wollen, die rechtssicher und wirksam sind in dieser sich zugespitzten Situation. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir offensichtlich in der Anhörung heute Rückenwind bekommen haben für solche weitergehenden Maßnahmen, seien es die Kontaktbeschränkungen, sei es 2G oder 2G+. Ich hoffe sehr, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sich darauf am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz einigen können. Die Möglichkeit haben sie nach unserem Gesetz, übrigens auch schon nach dem ersten Entwurf. Wir sehen den Schutz vor von Arbeitsstätten, deswegen 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice. Wir sehen vor, dass die Schulen offen bleiben können unter den gegebenen Sicherheitsmöglichkeiten. Und wir sehen vor, dass die Länder weitere Maßnahmen ergreifen können. Dazu gehören keine pauschalen Ausgangssperren. Dazu gehört es aber, dass Kontaktbeschränkungen möglich sind. Dazu gehört es auch, dass Veranstaltungen mit Auflagen belegt werden können. Dazu gehört es übrigens nicht, dass man Sport treiben kann, aber dass möglicherweise große Sportveranstaltungen nicht mehr so stattfinden können, gehört schon dazu. Wir haben uns in besonderer Weise selbstverständlich den Menschen gewidmet, die in Alters- und Pflegeheimen leben. Deswegen sehen wir vor, dass es dort eine Testpflicht gibt für die Beschäftigten, aber auch für Besucherinnen und Besucher, damit das Virus möglichst keine Chance hat, in diese Einrichtungen hineinzukommen. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, was es für weitere Maßnahmen in den Pflegeheimen braucht. Und ob es weitere Maßnahmen braucht, darüber werden wir in weiteren Verfahren auch sprechen. Ich will aber auch hier eindeutig sagen, wenn ich da missverstanden worden bin, es gibt keine Einigung auf eine Testpflicht in den Einrichtungen. Wir werden über solche Maßnahmen weiter zu sprechen haben.
mit den Ampelpartnern. Wir haben jetzt das Paket um Maßnahmen erweitert. Insbesondere in der Wissenschaft bestand Konsens über alle Lager hinweg, dass auch gewisse Formen der Kontaktbeschränkung möglich sein müssen, um die Infektionszahlen und damit auch die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems abwenden zu können. Das haben wir jetzt auch getan. Wir haben auch abstrakte Kapazitätsbegrenzungen mit aufgenommen. Das bedeutet also, unabhängig von einem Hygienekonzept können Ordnungsbehörden auch anordnen, dass beispielsweise in einer Mehrzweckhalle nur bestimmte Obergrenzen an Personen zugelassen werden. Ich bin sehr froh, dass wir das Maßnahmenpaket auch um etwas erweitert haben, worum auch wir als FDP uns lange bemüht haben, nämlich den Schutz der vulnerablen Gruppen, insbesondere in den Altenheimen, zu verbessern. Wir folgen da jetzt dem Weg des Landes Schleswig-Holstein, indem wir auch gesetzlich jetzt eine tägliche Testpflicht unabhängig vom Impfstatus für die dort Beschäftigten anordnen. Das ist ein enormer Fortschritt, denn wir wissen ja, dass dort sehr viele Menschen leben, die sehr empfindlich auf eine Infektion reagieren. Dort sind in der Vergangenheit die meisten Menschen gestorben und dort sorgen wir jetzt entschlossen für Schutz. Darüber hinaus sorgen wir auch mit weiteren Maßnahmen, wie etwa 3G am Arbeitsplatz, dafür, dass wir höheren Schutz vor Infektionen und dann auch vor schweren Verläufen in der Breite und damit eben auch die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. Und das ist insgesamt ein sehr gutes Paket, mit dem man Corona sehr entschlossen bekämpfen kann.